Sorry, hat ein bisschen gedauert, bis ich euch gefunden habe. Hallo. Der hat ja nur eine Unterhose an. Ja, und Strümpfe. Ne? Ja. Die Frage ist nur, wie ist der hier hingekommen? Hm. Also. Vielleicht war er ja böse und seine Frau hat ihn hier ausgesetzt. Keine Ahnung, vielleicht psychisch krank? Ach so. Und dann hat er sich überlegt, ach, läufst du mal halb nackt hier durch den Wald und gehst spazieren in Unterhöschen und Söckchen? Ja, wieso nicht? Kann doch sein. Keine Klamotten, keine Papiere, gar nichts. Keine Ahnung. Weißt du was? Ich mache mal ein Foto von dem und schick das Conny und Bernie per MMS. Vielleicht können die was damit anfangen. Ach, Conny, guck mal. Christian hat mir gerade ein Foto von dem Toten im Wald geschickt. Hier. Echt? Zeig mal. Ja. Ja, weißt du was? Dann versuche ich jetzt mal die Beschreibung in die Vermisstendatei anzugeben. Hm. Hat er was geschrieben? Hat der Notarzt sich irgendwie geäußert, wie lange der tot sein könnte? Der Notarzt meinte nur, dass er heute Morgen zwischen 4 und 6 Uhr erfroren ist, der Arme. Erfroren? Ja. Was ist denn mit der Verletzung im Gesicht? Hat der Notarzt auch was so gesagt? Ja, eigentlich nur, dass sie nicht todesursächlich war und ihm auch nicht postmortal zugefügt wurde. Zumindest können wir seine Identität in der Zwischenzeit feststellen. Ach ja, und wie? Über seine Fingerabdrücke. Er heißt Mike Hansen, ist 38 Jahre alt, hat eine Kriminalakte in Berlin, ist da wegen sexueller Nötigung vorbestraft. Berlin? Und wie kommt er da in den Duisburger Wald, zumal nur in Unterhosen? Das versuchen gerade Nina und Christian rauszukriegen. So, das war der Kollege in Berlin. Die sind total im Stress und der hat es immer noch nicht geschafft, die KA von Mike Hansen hierher zu schicken. Der wohnt nämlich schon seit einem halben Jahr hier in Duisburg. Aha. Na ja, gut. Dann wäre das schon mal geklärt. Der hat bei seiner Schwester Melanie Hansen und ihrem Lebensgefährten Horst Bobbe gewohnt. Und der Vorname war Mike, richtig? Richtig. Mit AI meine ich. Herr Doktor, dass er erfroren ist, wissen wir ja mittlerweile. Aber können Sie auch noch irgendwas zu den Verletzungen hier im Gesicht sagen? Ja, da schauen wir uns doch mal die Röntgenaufnahme an. Sein Kiefer ist gebrochen. Hm. Und der Verletzung nach zu urteilen, der Schlag wurde mit einem harten Gegenstand ausgeführt. Dann ist er wohl auf den Boden geprallt. Dafür spricht die Platzwunde am Hinterkopf. Es hat einen Kampf gegeben? Abwehrverletzungen habe ich keine gefunden, wenn Sie darauf hinaus wollen. Ja, ja, das wollte ich. Okay, also. Er ist vermutlich überrascht worden, niedergeschlagen. Und ja, wahrscheinlich hat der Täter ihn ja dann wohl ausgezogen und im Wald abgelegt. Da ist er dann erfroren. Warum das Ganze? Ja, um ihm vielleicht eine Lektion zu erteilen. Oder der Täter wusste nicht, dass das Opfer noch belebt hat. Ist natürlich auch möglich, wenn man seine Vitalfunktion nicht mehr überprüft hat. Entschuldigung. Christian? Du, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass wir die Schwester des Toten und die beiden Töchter ihres Lebensgefährten Horst Bobbe aufs Präsidium bestellt haben. Und zwar für 11 Uhr. Ja, okay. Und was ist mit Horst Bobbe? Ja, der ist noch in seiner Werkstatt. Also da unser Opfer auch da gearbeitet hat, fahren Nina und ich jetzt da mal vorbei. Jo, tschö. Auf geht's. Ja, schönen guten Tag. Mordkommission Duisburg, König mein Name, das ist die Kollegin Schmeuser. Sagen Sie mal, hören Sie hier Ihr Telefon nicht? Ach, hören Sie bloß auf. Der Lehrling hat sich wieder krank gemeldet. Mein Geselle ist wieder nicht zur Arbeit gekommen und ich muss die Karre hier bis 15 Uhr fertig kriegen. Sie meinen aber nicht zufällig Mike Hansen, oder? Doch, klar, natürlich. Sind Sie deshalb da? Was hat er wieder ausgefressen? Ausgefressen hat er nichts. Also wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass er gestern Morgen tot im Wald aufgefunden wurde. Was? Ich muss mich erst mal setzen. Ja, klar. Geht's? Ja, geht schon, ja. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Das war vorgestern. 17 Uhr hat er die Arbeit verlassen. Vorgestern?
Das heißt, er war schon den zweiten Tag nicht bei der Arbeit. Und da haben Sie sich nicht gewundert oder mal angerufen, wo er bleibt, wo er ist, was er macht? Ja, doch schon. Natürlich habe ich angerufen, aber der geht ja nicht ans Telefon. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er nicht zur Arbeit erscheint. Und naja, ich habe mir nur gedacht, er ist wahrscheinlich wieder bei irgendeiner Tussi. Naja. Und das haben Sie ihm durchgehen lassen? Wieso haben Sie ihn nicht rausgeschmissen? Sie sind witzig, so einfach ist das nicht. Er ist schließlich der Bruder meiner Lebensgefährtin. Hansen? Melanie Hansen? Ja? Fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten? Ich will wissen, wer so etwas mit meinem Bruder gemacht hat. Hm. Kommen Sie bitte mit rein. Und du, bist du Jackie Bobbe? Nee, ich bin Sandy. Jackie ist zu Hause geblieben, da ging es leider nicht so gut. Okay, dann unterhalten wir uns, ja? Ja. Frau Hansen, haben Sie eine Ahnung, wer Ihren Bruder getötet haben könnte? Eben nicht. Mike war doch ein lieber, netter Kerl. Außerdem hatte er erst seit einem halben Jahr bei uns gewohnt. Er kannte doch niemanden. Wann haben Sie Ihren Bruder denn das letzte Mal gesehen? Vorgestern Morgen. Ich bin zur Schule gefahren und Mike zur Arbeit. Und hat er vielleicht gesagt, was er am Abend vorhatte? Das weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung. So viel haben wir jetzt auch nicht miteinander gesprochen. Weil ihr euch nicht so gut verstanden habt, oder warum? Naja, also Papa hat Melanie zuliebe den bei uns in der Werkstatt eingestellt. Und dann, als er noch nicht mal mehr wusste, wo er hin sollte, ist er auch noch bei uns eingezogen. Toll fand ich das alles nicht, aber er ist ja nun mal Melanies Bruder. Hm. Mike hätte doch ein bisschen Glück verdient. Zuerst schmeißt sein Chef ihn raus, obwohl er sein bester Mitarbeiter war. Und dann kommt er hierher und jemand bringt ihn um. Das hat er doch nicht verdient. So einen Tod hat niemand verdient. Kann es sein, dass die Kündigung Ihres Bruders mit der Anzeige wegen sexueller Nötigung zusammenhängt? Ja, das war der eigentliche Grund für seinen Rauschmiss. Aber ich habe Horst davon nichts erzählt, weil diese Schlampe ihn zu Unrecht angezeigt hatte. Mein Bruder hat nichts gemacht. Was? Mike war wegen sexueller Nötigung vorbestraft? Aber wieso hat Melanie uns das denn nicht erzählt? Dann wäre es so alles gar nicht passiert. Was meinst du jetzt genau? Was wäre nicht passiert? Ach, Mike, jedes Mal diese Anmachsprüche und diesen ekligen Blick jedes Mal, den man ertragen musste von ihm. Einfach nur eklig. Dabei war doch, der war doch bestimmt 50 Jahre älter als ich. Gib mir doch mal ein Beispiel. Was genau hat er gemacht oder gesagt? Ja, als ich zum Papa in die Werkstatt gefahren bin. Da zum Beispiel. Na, Puppe, willst du dich nicht zu mir legen? Oh, Mike, ne, du kannst mich mal, wirklich. Ja, aber hat denn dein Vater nie was dagegen unternommen? Naja, ist ja wohl klar, als Papa und Melanie dabei waren, da hat er immer so getan, als wäre der netteste Mensch der Welt. Ja, aber du hättest doch mit deinem Vater sprechen können. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, Jackie und ich haben eigentlich Mikes blöde Sprüche und seine fiesen Blicke nie für ernst genommen einfach. Und naja, wir fanden das eigentlich schon ziemlich peinlich.